In diesem Video soll es mal um einen Punkt bei der Videoproduktion gehen, der leider ziemlich häufig vernachlässigt wird, und das ist die Hintergrundmusik und warum die so wichtig ist bzw. warum es auch sinnvoll ist, Hintergrundmusik in seinen Videos und Filmen zu verwenden. Das möchte ich euch in diesem Video erklären und außerdem erfahrt ihr auch, wo ich meine Hintergrundmusik herbekomme. Also bleibt auf jeden Fall dran und viel Spaß! Den meisten von euch wird mit Sicherheit auffallen, dass ich im Regelfall auch in meinen Videos Hintergrundmusik verwende. Und das hat eigentlich mehrere Gründe, wobei der wichtigste Grund ist, dass man so den Vibe bzw. auch den Flow von einem Video nochmal ganz anders beeinflussen kann. Nehmen wir also mal als Beispiel diese paar Shots. Die Aufnahmen sahen zwar ziemlich cool aus, aber eigentlich war es dann doch ziemlich langweilig, die anzuschauen, eben weil es keinen Sound dazu gab. Nehmen wir das Ganze jetzt mal mit einer passenden Hintergrundmusik, dann macht das Ganze schon viel mehr Spaß anzusehen. In dem Fall war die Musik jetzt eher ruhig, also so wie ich die auch gerne in meinen Videos verwende. Aber natürlich hat man auch noch die Möglichkeit, mit verschiedenen Musikrichtungen den Vibe bzw. den Flow vom Video mit zu beeinflussen. Wenn ich jetzt beispielsweise über genau diese Clips eher eine dominante bzw. aggressive Musik lege, dann klingt das Ganze schon ganz anders bzw. es kommt ganz anders rüber. Es gibt zwar Aufnahmen und Szenen, wo genau diese Musik sehr gut passt, aber für den Vibe, den ich mit meinen Videos verbreiten möchte, ist diese Musik, wie ich finde, eher fehl am Platz. Halten wir also fest, dass die Musik einen sehr großen Teil mit dazu beitragen kann, wie der Zuschauer das Video aufnimmt, beziehungsweise wie es für ihn wirkt, ob es eben hektisch ist oder ruhig ist. Und genau das ist auch der Grund, weshalb ich in meinen Videos eher ruhige Musik im Hintergrund laufen lasse, während ich eben das Voice-Over einspreche bzw. ihr das hören könnt. Weil wenn ich eine total hektische Musik im Hintergrund laufen lassen würde, dann würde das ganze Video noch hektischer wirken. Aber dadurch, dass ich eben eine ruhige Musik verwende, kann ich eben auch das Video dadurch nochmal etwas entzerren, weil ich im Grunde genommen eigentlich in einem ziemlich kurzen Zeitraum ziemlich viele Infos rüberbringe. Darüber hinaus könnt ihr Musik aber auch ganz gezielt nutzen, um die Aufmerksamkeit vom Zuschauer noch mehr auf das Video bzw. auf den Inhalt zu fokussieren. Wenn ihr beispielsweise eine Hintergrundmusik habt, wo ihr einen richtig coolen Beat mit einem Drop habt, dann könnt ihr genau dort, wo der Drop ist, einfach einen Cut setzen, wo sozusagen eine neue Szene eingeleitet wird. Denn dadurch, dass ihr an genau dieser Stelle den Drop habt, wird automatisch die Aufmerksamkeit vom Zuschauer verstärkt auf diese Szene gelegt und er nimmt die einfach noch intensiver wahr und ist so voll im Geschehen mit dabei. Und das Ganze kann dann ungefähr so aussehen. Außerdem könnt ihr mit genau so einer Methode den Flow vom Video nochmal extrem verbessern, weil eben alles perfekt zusammen harmoniert. Ich meine, stellt euch vor, ihr habt eine Aufnahme und mitten in dieser Aufnahme kommt der Drop und der eigentliche Cut vom Bild kommt dann mit einer Verzögerung von einer Sekunde oder so. Das würde einfach nicht gut aussehen. Zudem könnt ihr mit Hintergrundmusik auch leichte Störgeräusche oder ein leichtes Mikrofonrauschen ziemlich gut überdecken. Natürlich solltet ihr aber trotzdem immer darauf achten, dass die Audioqualität bestmöglich ist. Aber der Zuhörer, der nimmt dann doch eher die Hintergrundmusik wahr, weil die eben die Störgeräusche besser überdeckt. Deutlich schwieriger kann es allerdings sein, überhaupt gute Musik für seine Videos zu finden, die man auch verwenden darf, aus urheberrechtlichen Gründen sozusagen, weil man da eben als Creator auch ziemlich viele Dinge beachten muss. Und ich selbst greife ziemlich gerne auf die Mediathek von Epidemic Sound zurück. Die ist riesengroß von der Auswahl her und auch ich benutze nur einen kleinen Teil davon, aber den Teil, den ich benutze, mit dem bin ich auch echt zufrieden, weil der, wie ich finde, auch ziemlich gut zu meinen Videos passt. Vor einiger Zeit ist Epidemic Sound dann auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich dann nicht mal die Webseite in einem meiner Videos zeigen möchte. Und da ich schon länger ein Konto dort habe und auch um die Problematik weiß mit der Hintergrundmusik, dass es eben gar nicht so leicht ist, möchte ich euch das Ganze natürlich nicht vorenthalten. Ihr könnt nämlich für einen bestimmten Betrag im Monat, in dem Fall, wenn ihr jetzt ein Creator-Abo nehmt, dann kostet es 13 Euro im Monat, habt ihr eine Auswahl von über 30.000 Titeln. Und da sollte wirklich
wirklich für jeden etwas dabei sein. Auch ich kenne, glaube ich, erst einen ziemlich kleinen Teil der gesamten Mediathek. Aber diese Musik, die könnt ihr dann problemlos für all eure Projekte auf YouTube verwenden, auf Instagram, auf Twitch und so. Also dort habt ihr dann sozusagen alle Urheberrechte, die ihr braucht, die erkauft ihr euch sozusagen. Und das ist auf jeden Fall eine gute Sache, weil da könnt ihr euch dann eben sicher sein und müsst euch damit nicht weiter beschäftigen. Außerdem gibt es aber auch eine 30-tägige Testversion. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Und wenn ihr euch darüber anmeldet, dann bekomme ich eine kleine Provision als Support. Also wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann tut es gerne über den Link unten in der Videobeschreibung. Und sonst hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat und vor allem, dass es euch weitergeholfen hat. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und wenn ihr beim nächsten Mal vorbeischaut, dann natürlich umso mehr. Also bis dahin, ciao!